Hallo meine Lieben, ich melde mich jetzt noch einmal zu den neuesten Neuigkeiten aus Russland. Wie ihr wisst, wurde in Russland ein Zentrum, Einkaufszentrum angegriffen mit über 50 Toten und ganz vielen Verletzten. Viele Staaten haben ihre Anteilnahme bekundet, auch Amerika, also USA, und hat gleich gesagt, weder sie noch die Ukraine sind daran beteiligt. Bemerkenswert wäre auch noch, dass vor 1 oder 2 Tagen angekündigt wurde, dass Moskau 2 neue Bodentruppen rekrutieren möchte und so die Mobilisierung erneut hochfährt. Bis jetzt sagte auch der Kreml immer, dass sie in einer Spezialoperation tätig sind. Seit neuestem wird das jetzt Krieg genannt. Das heißt also, die Eskalationsstufe ist erhöht und die Eskalationsspirale dreht sich immer weiter nach oben zu. Es spitzt sich also zu. Stellt sich jetzt die Frage, ob überhaupt noch genügend Zeit bleibt, um die Schauungen von Irrmeier wahr werden lassen zu können, oder ob durch die Politik nicht alles zeitiger eintritt. Also, was meint ihr dazu? Bleibt noch genügend Zeit, um die Prophezeiungen wahr werden zu lassen oder nicht? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare und vergesst das Abo nicht. Tülütü!